der Frühling rückt langsam näher und viele fragen sich, welchen Dünger kann ich meinen Beeten zuführen, damit ich eine optimale und eine wunderbare Ernte im kommenden Sommer habe, nämlich normalen Gründünger, den ich ausgepflanzt habe wie Phacelia und Sonnenblumen und arbeite den ein. Kaufe ich mir extra Flüssigdünger, nehme ich Pferdemist, Schafpellets, weiß ich, was es noch für verschiedene Düngerarten gibt. Zum Beispiel Hornspäne gibt es auch, denen die Menschen ihre Beete düngen, damit ihre Pflanzen gut heranwachsen. Und ich persönlich nehme diesen Inhalt, der hier in diesem luftdicht verschließbaren Eimer ist, und zwar meinen Bokashi, den ich jetzt im Winter eingelagert habe, habe meinen Vater dankensnetterweise gemacht, und das ist zum Beispiel für mich ein wunderbarer Dünger, den ich gerne auf die Beete auflege. Und ich möchte euch mal ein paar Informationen zu Bokashi geben und wie ich den auch in meine Beete so einarbeiten werde. In solchen luftdicht verschließbaren Eimer lagere ich jetzt meinen Bokashi ein. Dieser hier müsste ungefähr 2 Monate alt sein. Normalerweise lagere ich den für 4 bis 6 Wochen, je nach Wetterverhältnissen. Im Sommer geht es natürlich die Fermentation viel schneller. Und diese luftdicht verschließbaren Eimer sind, ja, sie sind aus Plastik. Allerdings habe ich die alle geschenkt bekommen. Und wenn man zum Beispiel zu Metzgereien geht, dann bekommt man auch mal diese Lebensmitteleimer von Mayonnaise oder sonstige großen Soßen. Bekommt man einfach geschenkt, die würden sie wegwerfen, und das ist ein super Upcycling, finde ich. Und da ist das Plastik jetzt für mich nicht verwerflich, zumal ich da wunderbaren Bokashi herstellen kann. Also ich tue wirklich jegliche Pflanzenreste, Küchenabfälle rein, also auch Fleisch, gekochtes, alles mögliche, Knochen tue ich rein, sogar ein bisschen Papier, alles was gelebt hat, tue ich mit Pflanzenkohle und EMs, also effektive Mikroorganismen, vermischen und das dann für 4 bis 6 Wochen einfach luftdicht verschließen und vor sich hin fermentieren lassen. Und wenn es halt optimal ist, dann bildet sich normalerweise so kleine weiße Pünktchen, also Schaum, also so ein Pelz, das ist natürlich Schimmel, dann ist irgendwas schief gegangen. Aber wenn wirklich der Bokashi so nach Sauerkraut riecht, also dass er halt wirklich so sauer fermentiert worden ist, luftdicht, dann merkt man es einfach, dass es richtig gegangen ist und diese weißen Punkte hat. Und die Bokashi ist einfach wertvoll und wunderbar, weil der halt voller Leben ist. Und es ist halt auch so, dass die Regenwürmer, je nach Temperatur jetzt, auch den innerhalb von 4 bis 6 Wochen auch ruckzuck verzehren und in Erde umwandeln. Also es geht wirklich schnell. Sogar Zitrusfrüchte kann man super damit fermentieren. Muss man nicht direkt auf den Kompost werfen. Und den tue ich normalerweise in meine Beete eingraben, wenn die Beete frei sind, einfach spatentief zum Beispiel dann eingraben, oder ich gebe die auch in Kompost oder in die Hochbeete rein, und genau da kommen jetzt die zwei auch hin. Diese zwei Bokashis, die kommen nämlich hier in das eine Frühbeet rein, in dem anderen sind jetzt Radieschen drinnen und die möchte ich jetzt nicht stören, und hier muss ich sowieso noch ein bisschen auffüllen und kann das Laub ein bisschen wegtragen. Und da kann ich jetzt mich leider nicht filmen, weil ich keinen Partner habe. Einer muss natürlich das Fenster offen halten und den Eimer reinwerfen. Hier ist der Bokashi jetzt in einem Hochbeet drin. Den verteile ich jetzt noch ein bisschen. Da könnt ihr auch ein bisschen die Pflanzenkohle sehen und alles, was meine Eltern so gegessen haben. Sehr interessant eigentlich. Bisschen Kartoffeln, Möhren, Zitrusfrüchte, und wie gesagt, das verteile ich jetzt auch ganz schön. Oh, Kürbis ist sogar dabei. Schön. Und den Holzpflock kann ich auch gleich hier drin lassen. Und ein bisschen Laub habe ich
auch zur Seite gelegt. Das werde ich jetzt hier einfach bedecken, damit die Mikroorganismen nicht direkt dem Licht ausgesetzt sind. So, ist so was ganz Schönes hier. Bisschen Gras an der Seite. Und ja, so ist jetzt ein Beispiel, wie ich jetzt meine Beete, meine Hochbeete für die kommenden Kulturen vorbereite. Bokashi für mich wirklich etwas Wunderbares, was ich gerne mache. Einfach ein kostenloser Dinger von seinen Küchenabfällen, der voller Leben ist, voller Mikroorganismen und den Pflanzen wirklich etwas Gutes tut. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr könnt ja auch einen Daumen nach oben hinterlassen, würde mich sehr freuen. Und auch könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren und auf die Glocke drücken. Da verpasst ihr kein neues Video mehr, wenn ich euch auf dem Laufenden halte hier im Peace-Projekt. Und in diesem Sinne, vielen Dank nochmal, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns hier in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.